Die 10 Euro Wort Private Nemesis will mich wieder testen. Und ich versuche dabei endlich einen guten Flugdino zu zähmen und unsere Rex-Zucht für den Bosskampf voranzutreiben. Wie das Ganze läuft, seht ihr gleich in der Folge. Viel Spaß euch. Dann legen wir heute mal wieder los und das hoffentlich ohne große Crashes und hoffentlich mit richtig nice Tapes. Nämlich gibt es heute saftige Dinge, die wir eigentlich tun können. Erstmal, ich brauche immer noch einen zweiten Rex. Ganz, ganz wichtig, um die weiter breeden zu können. Was ist da hinten los? Warum habe ich eine Kakitos in meiner Nähe? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die kommt nicht rüber. Aber die ist 145. Theoretisch könnte man die zähmen, oder sehe ich das falsch? Vielleicht holen wir uns die sogar ran. Das wäre auch ein ganz guter Plan. Wenn wir da ein Männchen und Weibchen haben, wäre vielleicht auch gut. Kann man die breeden? Ich weiß es nicht. Das müssen wir alles testen. Und erstmal wollte ich mich ganz kurz bedanken für den ganzen Support auf der Serie. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst gerne ein Like oder Abo da. Das wäre super, super lieb von euch hierfür sehr weiter. Außerdem habe ich heute das erste Mal auf dem Zweitkanal wieder ein Video hochgeladen. Da rede ich kurz über den Achelon, der morgen rauskommt. Also, wenn ihr da vorbeigucken wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Ich würde sagen, ich fette jetzt einfach mal rüber und gucke, ob ich den anschießen kann und ob der Topor bekommt, weil eigentlich muss man die ja so mit Kanonen zähmen und so. Ich weiß halt nicht, ob das hier auch so ist. Deshalb testen wir einfach kurz, ob der Topor bekommt. Und wenn der Topor bekommt, dann nehmen wir den direkt mit. Dann haben wir direkt eine Karte. Genau, so schnell sind die auch nicht. Ich kann einfach nach hinten weglaufen. Kann natürlich sein, dass irgendwas anderes hinter mir herrennt, dann auf einmal und schneller ist als ich, aber das sehen wir gleich. Hallo, bist du Karkidos? Ich würde kurz testen, ob sie Topor bekommen. Okay, das war schon mal ein sehr guter Hit. Warte, ich mach mal nochmal. Das war aber ein Hit. Und die kriegen Topor! Und guck mal, wie langsam die ist. Das ist ja gar kein Ding, hä? Karkidos ist ja der einfachste Tame überhaupt. Vielleicht hätte ich mir davon mal früher welche ranholen sollen. Aber da kann, glaube ich, nicht mal großartig was schief gehen. Ja, das ist super. Ich habe auch gerade einen Dino-Wipe gemacht. Ich hoffe halt, dass jetzt männliche Rex... Ich glaube, wir hatten Weibchen überall. Ne? Ich hoffe, dass männliche Rex spawnen. Wenn ja, schnappen wir uns die auch noch, damit wir endlich Boss-Vorbereitung machen können, weil ich will weiterkommen. Ich will gegen diese Bosse antreten. Ich will selber so einen Titan zähmen können. Das wäre auch super cool. Aber warum rennt er jetzt einfach weg? Und der hat schon aufgegeben, so schnell geht's, ey. So, hier, da. Ich weiß halt nicht, der braucht zwei Kibbel. Das könnte der schwierige Part sein gleich. Kann sein, dass wir uns die nicht leisten können. Aber Karkidos liegt schon mal. So, zwei Frostkibbel. Ich habe so das ungute Gefühl, die werde ich nicht machen können. Oh, die kann ich machen. Was? Hä, seit wann bin ich reich? Hä, das ist ja großartig. Okay, wir können so wieder hin. Wir haben einfach eine Karkidos. Die Folge hat gerade gesagt, ich bin stuck. Okay, ich bin nicht mehr stuck. So, das ging schnell. Und ich sollte vielleicht direkt einen Sattel mitnehmen. Da fehlt mir Frostheit. Oh no. Das ist schon wieder bitter. Obwohl, vielleicht ist das gar nicht bitter. Direkt daneben 15er Frostkarkidos. Weißt du was? Die hauen wir einfach um mit unserem Tüler. Und die hier zählen wir. Komm du mir mal her. Ja, ja, ja. Du hast nämlich keine Chance. Nicht gegen meinen super duper Tüler, den ich mir gezähmt habe, der gar nicht mal so stark ist. Und auch ordentlich Damage bekommt, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. 15er Karkidos. Die machen mir so viel Damage. Das war schon wieder komplett. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Und ich habe keine Heid bekommen. Ich habe nur Blatt bekommen. So viel da. Was passiert hier? Oh mein Gott, was passiert hier? Dodo, mach mal nicht. Okay. Puh. Kurz Herzinfarkt, ey. Gut, da müssen wir halt noch irgendwas anderes Eisiges verprügeln anscheinend. Aber du bist trotzdem im Team. Herzlich willkommen. Nice. Level 217, sogar ein ordentliches Gerät, ey. Frost gibt es halt echt nicht so viele Sachen. Eine Wyvern wird wahrscheinlich auch kein Hide droppen. Da ist ein Yuti und eine Brutmutter. Brutmutter gibt die Hide? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich der Yuti, oder? Und die sind alle in Lampukistan. Ja, egal, ich baue mich zum grünen Obi und gehe dahin. Ich habe den einen Dodo gerade gekillt und da habe ich diese Keys von bekommen. Und damit kann man anscheinend Walking Loot Drops öffnen. Also, ich habe solche noch nie gesehen. Ich hoffe, dass wir die bald sehen. Vielleicht wurden die jetzt erst geupdatet oder so, weil die Schlüssel habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt. Hab gerade einen Rhino getötet und habe wieder Schlüssel bekommen. Das muss neu sein. Ich habe noch nie Schlüssel bekommen. Das ist hundertprozentig neu. Gefühlt droppt alles jetzt was. Ich habe eine Mega Neura gekillt. Hier liegt was. Chibi. Ah! Nein! Okay, rette mich. Okay, danke. Der Moment der Wahrheit. Wie gut schlagen wir uns gegen den Frost Duty mit unserem Tüler, der schon von dem Level 15er Karkidos ordentlich eine drauf bekommen hat? Und was ist das dahinter? Oh mein Gott, der hat einfach Thanos dabei. Egal, ich brauche das hier. Okay, aua. Aua, dickes Aua hier. Oh mein Gott, sehr dickes Aua. Ich habe gewonnen. Aber das war kurz. Ekelhaft. Habe ich Hide jetzt? Stormhide? Alpha-Hide? Wo ist mein Frosthide? Ich habe nichts. Ich habe immer noch nichts. Frostblatt. Ich bin so unlucky. Das gibt's nicht. Und mein Tüler hat richtig eine drauf bekommen. Guckt euch das Rhino an. Wie süß ist das denn in Blau? Ich bin jetzt deine Mutti. Nächster Juti da. Ich habe meinen Tüler einmal gehealt mit einer Potion. Und jetzt dürfte ja wohl hoffentlich nicht so viel schief gehen.
obwohl der recht viel Leben braucht. Oh Mann, und der macht so viel Damage. Warum denn? Okay, aber wir haben... Aua! Oder haben wir das? Ja, haben wir. Haben wir. Alles gut. So, liebe Heid. Die geben kein Heid! Die geben nur Blut! Ich werde geprankt! Wie soll ich eine Frostheit bekommen, wenn nichts Frostheit gibt? Muss ich echt gegen eine Wyvern kämpfen? Ich kämpfe gleich gegen eine Wyvern, glaube ich. Hier war eine Wyvern in der Nähe. Vielleicht rennen wir da mal schnell rüber. Ich habe auch gerade hier, guck mal, ein Kolossos Sturm. Einfach der deutsche Sturm Griffin gesehen. Der ist halt Level 20. Ne? Wenn der nicht Level 20 wäre, würde ich sagen, ey, das ist schon echt lecker. Aber ja, nee, den lassen wir lieber. Aber hier habe ich wieder Schlüssel. Eine Unterhose und Schlüssel. Nice. Oh mein Gott, es gibt Kolossos. Celestials? Die waren vorher nicht so groß. Das muss ein Kolossus sein. Oh, der sieht so sick aus. Ich werde keinen Dino-Wipe machen, bis ich Celestials zähmen kann. Oh mein Gott, den brauche ich in meinem Leben, aber sowas von. Oh mein Gott, ich habe keinen Plan, was das ist, was neben mir rumläuft. Ein Bionic Rex, der hat auch nur 450.000 Leben und braucht Bionic Kibble. Und der sieht böse aus. Der sieht richtig, richtig böse aus. Ich habe mir gerade eine Wyvern markiert. Ich weiß gar nicht, ob ich hier kämpfen sollte. Wenn der hier rüberkommt, habe ich gleich ein Problem. So, Mr. Wyvern Sir, könnten Sie kurz hier runterkommen, bitte? Ich würde Sie schnell besiegen wollen, weil ich brauche ein bisschen Heid. Weil sonst kann ich meine Karkidos morgen noch nicht reiten. Ich kann mich nicht bewegen. Warum bin ich denn so langsam, ey? Kriegt die nicht gehittet? Oh mein Gott, da hinten geht alles hoch. Oh, 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 sollte ich hier vielleicht nicht sein? Oh, ja, 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 komm her, Wyvern. Eins gegen eins. Also, ich bin echt langsam, aber... Ja, das war ein Hit. Der hat gesessen. Komm her. Nee, 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 hier, Akro, bitte. Oh mein Gott, das kommt mir immer näher. Und ich bin sehr langsam. Hey, Wyvern, nein, wo willst du hin? Bleib hier. Ach, Mann, ich werde doch gemobbt. Vor allem, der hat ja richtig Damage. Oh Gott, warum ist er der Stärkste? Wir sind beide Storm, chill. Oh mein Gott, aua. Aua, aua, aua. Okay, zum Glück habe ich vorher geheilt. Zum Glück habe ich vorher geheilt. Jetzt einmal hinten, komm schon. Dies war's wieder Half-Life. Oh nein, wir haben Probleme. Nochmal Hit, komm schon. Ein Hit noch. Ich hab sie. So, jetzt noch abbauen. Komm schon, bitte gib mir Halt. Bitte. Der hat mir Halt gegeben. Der Wyvern gibt Halt. Okay, nice. Ab nach Hause, aber ganz schnell. Wir merken uns, der Tyler, der ist nicht so der Oberbringer. Ich hocke auf meiner neuen Karkinos. Und ich hoffe, dass die ein bisschen reinknallt. Und die springt komisch, hä? Boah, ist das im Wasser so? Ich weiß das gar nicht. Ich habe die nie unter Wasser getestet, tatsächlich. Ah, ja, das ist unter Wasser einfach so. Ah, okay. Da vorne ist unser erster Dodo, unser Versuchsobjekt. Ich weiß nicht mal genau, was der hier so macht. Oh, lol. Also, wenn ich mit dem haue, dann kommen einfach ein bisschen später so Eiszapfen. Und die machen auch ordentlich Damage. Okay, okay. Warte, warte, warte. Vielleicht haben wir den neuen Oberboss gefunden. Guck mal. Das haut ja richtig rein. Hä? Man kann das richtig spammen. Und das haut richtig rein. Oh mein Gott, Frost ist der Weg vielleicht. Vielleicht war Frost schon immer der Weg, Leute. Da. Okay, gegen Feuer ist das nicht ganz so der Weg, merke ich gerade. Da machen wir schon ein bisschen weniger Damage. Aber dafür ist er auch richtig langsam. Also sofort bewegungsmäßig könnte besser laufen. Es leckt auch ein bisschen. Also ab und zu droppen die FPS so richtig krass mittendrin. Aber ich kann mich richtig gut damit durchprügeln. Ich dachte, ich traue mich einfach mal was und gehe auf die böse Insel. Wenn es schief geht, geht schief. Die war echt super einfach gezähmt. Ich könnte mir jederzeit eine neue holen, dass sind halt direkt zwei Fire vor die Dragon Cuts. Au, mein Gott! Es geht schief, es geht schief. Okay, okay. Overdoubt, overdoubt. Okay, ich bin mir sicher, es geht schief. Es geht sehr, ganz bestimmt schief. Ja, okay. Ja, oh mein Gott, ich bin noch nie so schnell gestorben. Das war wild. Das war wild. Hä, war das einfach ein Volcanic vor die Dragon? Vielleicht muss ich die hier in Betracht ziehen, ey. Die sind ja schon echt, die hauen ja richtig rein. Nicht mal High Level oder so. Ich glaube, wir brauchen sowas. Aber erstmal hätte ich gerne meinen Sattel wieder. Hier sind meine Sachen. Wir schleichen uns hier mal so ein bisschen lang. Ah, okay. Den Rest kannst du behalten. Sorry, Leute, dass ich hier war, ne? War schön, euch besucht zu haben, kurz. Also, ich sag mal so, so leicht wie die Karkidos zu zähmen war, so leicht ist sie dann auch gestorben. Aber ich habe ein neues Ziel. Da hinten, männlicher Volcanic Rex Level 150. Das ist er endlich. Endlich, wir müssen eben Feuerkibbel machen und dann geht's dahin und den werden wir zähmen. Und dann die ganze Zeit mit unserem Weibchen paaren und da erstmal eine Armee von machen. Das ist der Plan. Und ich brauche immer noch was Besseres zum Fliegen. Also der Agitavis, der ist es einfach nicht. Jetzt einen Griffin haben, von dem man schön runterschießen kann die ganze Zeit, ohne in Gefahr zu sein. Wäre das nicht ein Träumchen? Ja, sowas besitzen wir leider nicht, also schießen wir so rum. Ich glaube, ich mache wieder den Fallschirm. Ich spring da einfach runter, schön Fallschirmmodus aktivieren, ein bisschen rumshooten. Oh mein Gott, vielleicht muss ich das früher als gedacht. Okay, ich wollte gar nicht runter. Ich wollte nicht runter.
Okay. Es tut mir leid, musst nicht. Nein, nein, nein. Mach mal ohne Feuerball. Okay, so. Ja, alles gut. Ey, vielleicht ist es doch besser als gedacht. Alles unter Kontrolle, glaube ich. Das war so gewollt. Ihr dachtet, das war jetzt alles unabsichtlich? Nee, nee, nee. Ich habe mir da schon was bei gedacht. Oh Gott, ich muss weiter runter. Oh, aua. So, wo sind Sie, Mr. Rex, Sir? Ja, jetzt habe ich dich hier nämlich. Was willst du tun? Das war ein Hit. Ich glaube, ich muss den tatsächlich wieder Akku ziehen. Außer der ist da jetzt stuck. Er ist nicht stuck, schade. Da müssen wir ihn vielleicht doch Akku ziehen und ein bisschen hinterher rennen lassen. So schnell ist der wahrscheinlich auch nicht. Sehen wir jetzt gleich. Okay, er ist wieder Akku. Yes. Nicht stuck. Och Mann, ey, sei doch einfach mal stuck. Warum denn nicht? So, noch ein Hit. Und noch einer. Und noch einer. Und ich muss hier runterspringen. Ah! Oh mein Gott. Habt ihr Dinge gesehen? Ich habe Dinge gesehen und ich hatte Angst. Kurz, also das war kurz sehr, sehr wild. Kommst du mir hinterher, so ins Wasser und so? Nee, ne? Ja, das magst du nicht so gerne, das Wasser, ne? Mr. Feuerrexer. Bin wieder zurück. Wir haben ihn schon halb down. Der braucht tatsächlich nur einen Kibbel. Warum braucht die Karkinos zwei? Oh mein Gott. Das war knapp. Okay, er würde schon gern hoch, glaube ich. Mach mal nicht, Rex, bitte. Ehrlich. Euer Autopathing war schon immer schlecht, Dark, bitte. Okay, ich habe ihn gleich. Jetzt kann ich auch runter. Was ist das andere dann? Feuerspino? Normaler Spino? Ja, leg dich mal hin. Schlafen? Ein Träumchen. Und du? Du bist echt ein normaler. Ja, dann haust du dich jetzt auch hin. Und zwei Kibbel. Und die Zucht kann beginnen. Ah, gib mir den einen Kibbel wieder. Bevor ich ihn auch noch isst, ey. So, jetzt kann die Zucht beginnen. Ich habe richtig Bock, so Drops aufzumachen, weil ich die Hoffnung habe, dass irgendeiner davon auf einmal anfängt zu wandern oder so. Aber die hier sind alle normal, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich so wandernde Loot Drops bekomme. Ich mach den mal auf schnell. Immer Sachen drin, die ich eigentlich gar nicht brauche, aber ich nehme mal einfach die Loot Drops mit. Okay, hier habe ich kurz Zeit, glaube ich. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwie E gedrückt halten kann oder so, um irgendwas zu starten. Nö. Was ein dicker Ziefer. Ich kann es noch nicht ganz glauben. Ein Männchen oder ein Weibchen, wir haben es geschafft. Und Maiden funktioniert auch. Und ich habe diese Mutationspotion reingemacht. Vielleicht kriegen wir sogar eine Damage-Mutation oder sowas. Ich glaube, es ist an der Zeit, unser erstes Baby zu gebären. Ich weiß nur noch nicht genau, wohin mit den Air-Conditioner, weil hier ist irgendwie alles voller Steine. Und in der Base will ich das eigentlich auch nicht unbedingt haben. Aber wir gucken mal, wo wir damit hingehen. Vielleicht einfach hier erstmal vorübergehend. Okay, und dann werfen wir hier das Ei hin. Und das wird unser erster Volcanic Baby Rex, hä? Oh mein Gott, der sieht jetzt schon so witzig aus. Ich sehe nur den Schwanz und ich finde ihn schon witzig. Das hat sich komischer gehört. So, komm mal her. Warte, wir packen den ein, werfen den wieder raus. Ich muss mich selber um den kümmern. Ich habe noch keine Nanny, das ist mir gerade aufgefallen. Da ist er. So. Und... Was? Junge, mit der Riesenbirne und den Riesenzacken da drauf sieht der super süß aus. Das wäre unser erster imprinteter Modetino, glaube ich. Das wäre richtig nice sogar. Und hier ist unser Rexy Nummer 2. Der hat sogar eine Health-Mutation. Nice. Der erste hat einen Oxygen. Auch ziemlich nice. Ich würde auch fast sagen, jetzt ist es Zeit für einen Griffin. Endlich mal. Ich hoffe, den kann man in Gates einsperren. Ich habe keinen Plan. Ich bin arm. Fällt mir gerade auf, hey. Was fehlt mir? Nö, mir fehlt gar nichts. Warum kann ich das gerade erst nicht craften? Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann natürlich auch sein, dass die Metall auch kaputt prügeln. Sah zumindest letztes Mal nicht so gut aus mit meinen Steinsachen. Okay, hier ist ein 140er Storm Griffin. Aber direkt daneben ist dieser Enforcer und dieser Rex. Also ich weiß nicht, ob das gut ist. Vielleicht versuchen wir einfach, den so aggro zu ziehen und die runterzuziehen oder so. Ein dicker Ankylo, wie cool ist das denn? Ey, Mann, hier gibt es einfach zu coole Sachen, ehrlich. Meinte ich, krieg das irgendwie hin. Ich habe ein ganz, 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 ganz ungutes Gefühl. Ich mach die hier hin. Hier sieht relativ entspannt aus. Außer der Kairuku, der da hinten steht. Der hat auch gar nicht so viel Leben. Hä? 400 Leben nur? Das war okay. Das war einfach. Damit habe ich nicht gerechnet. So, Gate. Und dahinter stellen wir einfach noch ein Gate. Und noch ein Gate. Und noch eins. Und noch eins. Und da muss doch ein Griffin reinpassen, oder? Hier mal darf ich reinscheißen. Das sollte möglich sein. Warum ist der so weit oben? Oh, das wird doch nicht cool, ey. Treffe ich den von hier unten? Niemals. Du erstmal weg. Du stirbst mir sonst noch. Dann habe ich gar nichts mehr zum Fliegen. Ich versuche mal, den zu treffen. Oh, das war, glaube ich, knapp. Bis jetzt ohne Erfolg. Also wie ich komplett ohne Erfolg. Aber es wird kommen.
Meine Zeit wird kommen. Ich habe Angst, meinen Agentavis zu verlieren, Leute. Ich würde es sonst mit dem Archie machen. Ah, der geht drauf. Ich weiß das jetzt schon. Der wird einmal geschockt und dann ist Feierabend. Man muss wohl Dinge riskieren im Leben, hä? Ich glaube, das muss man, liebe Leute. Wo ist er? Okay, der ist gar nicht mal so schnell. Vielleicht kann ich schnell meinen Archie einpacken. Vielleicht. Okay. Ja, der ist näher ran jetzt. Jetzt treffe ich ihn vielleicht. Komm schon. Aim, bitte. Er bleibt stehen einfach. Nein. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Okay. Okay, komm mal hier rein. Ich schaff's niemals, die Tür zuzumachen. Das wird so mein Ende sein. Der kommt nicht rein. Er passt nicht durch. Er ist zu fett. Oh. Ist das gut oder schlecht? Er kann nicht in die Falle. Aber dann gehe ich einfach in die Falle. Ich sperre mich selber ein. Okay, er kommt wieder. Oh, ich sollte mich beeilen. Over and out. Ich sollte mich sehr beeilen, glaube ich. Komm mal her. Mach mal nicht deinen komischen Ultralord-Angriff. Ich schieße jetzt voll in die Birne. Und dann machen wir das so. Kann ich dir vielleicht ein Tor dahinter setzen? Oh, warte, warte, warte. Vielleicht sind wir an was dran. Ich glaube, er ist stuck. Ich glaube, er ist stuck. Das ist eine etwas ungewöhnliche Methode, einen Griffin zu zähmen, sage ich euch. Aber wenn sie funktioniert, ist sie nicht falsch. Richtig? Ey, ich reite gerade auf sein... Okay, das hört sich komisch an, wenn ich den Satz zu Ende spreche. Von daher sage ich das jetzt einfach nicht. Ich glaube, er liegt schon fast. Ein noch. Wir haben ihn. Wie gut? Das war ja easy. Jetzt brauche ich nur noch den Kibbel dazu. Das wäre smart gewesen, wenn ich den auch noch mitgenommen hätte. Da sind wir wieder. Mit einem Kibbel. Und er ist gezähmt. Wir haben den Griffin. Wir haben den Griffin. Und das relativ easy, muss ich sagen. Also das Gebiet hier. Ich hatte ein bisschen mehr Angst, als ich haben musste. Ey, davon noch einen zweiten wäre so nice eigentlich. Da könnte man die auch paaren die ganze Zeit. Ah, die sind alle schlecht. So, erster Test. Griffin, macht der Damage, der Kollege? 2000? Das ist jetzt nicht so viel, muss ich sagen. So, Sturzflug ist vielleicht ein bisschen besser. Wir müssen mal gucken. Will ja nur nichts sagen. Der fliegt auch ganz buggy, hä? Der fliegt super buggy. 15.000 im Sturzflug. Und der macht da so eine komische Fläche oder so? Weil ich habe gerade nichts gemacht eigentlich. Ich bin sehr verwirrt. Also der fliegt sich ganz, ganz merkwürdig. Also ab und zu ist er komplett abgehackt und hört gar nicht... Also, hä? Ich kann auch nicht richtig rückwärts fliegen ab und zu. Also, da stimmt was ganz und gar nicht. Und der Sturzflug, der macht halt nicht diese Sturzflugattacke, sondern die normale einfach. Ah, die macht Damage. Das muss man sagen. Die macht 50.000 Schaden. Das ist echt okay. Aber so an sich, habe ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Ich guck mal, ein bisschen mehr Movement Speed. Vielleicht ist das ganz nice. 22.000 Damage. Also, der Damage ist halt echt gut. Und der macht halt diesen komischen Blitzangriff dann einfach von selber. Rechtsklick ist Greifen, C-Angriff ist auch ein Schlag. Der macht noch weniger Schaden. X ist nichts, Steuerung ist nichts, also sonst hat er glaube ich gar nichts. Und er fliegt sich halt sehr, sehr ruckelig. Also vielleicht kommt nur mir das so vor, aber der fliegt sich komisch ruckelig. Nicht wie ein Griffin sich eigentlich anfühlt, so dass man voll frei ist und die ganze Zeit rumgleiten kann und so. Also der ist... Und Ausdauer verbraucht der extrem viel. Oh no, ich habe ein Problem. Zum Glück ist der einfach woanders hingegangen. Was ist das denn? Wo ist meine Ausdauer hin auf einmal? Ah, der Damage ist halt krass eigentlich. Der haut ordentlich rein. Aber halt nur im Sturzflug. Und das ganz merkwürdig. Also ihr müsst ihr mal geritten sein, um zu verstehen, was ich meine. Der lässt sich halt... Also ich kann auch nicht die ganze Zeit hauen oder so. Das geht einfach auch gar nicht. Vielleicht brauchen wir einen Sturm Rex. Also Damage ist gut, aber... Oh Junge, der ist sogar richtig gut. Aber halt, das Fliegen ist mit dem ein bisschen kacke. Ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht, was ich von dir halten soll. Und auch nicht, was ich von deinem Gesicht halten soll. Ich habe jetzt extra noch abgewartet, bis das Baby groß war, um zu testen, wie so ein imprinteter Rex abgeht. Und 10.000 Damage ist schon gut, oder? 10.000? Ich weiß nicht mehr, wie viel unsere normalen gemacht haben ohne Imprint. Muss ich jetzt mal bei der Karkinos testen. Meine, oh ja, bei der Karkinos war es viel mehr. Ich meine, wir haben damals 33.000 gemacht, wo der ausgelevelt war oder so. Junge, die hält ja richtig viel aus. Ist die High Level? Junge, die ist High Level, oder? 135, natürlich ist die High Level. Hinter mir auch noch ein Dodo. Ist es gut, was hier gerade passiert? Ich habe keine Ahnung, ich bin sehr langsam. Komm mal her. Dodo, komm. 1 gegen 1. Ja, jetzt brennst du. Das hast du davon. Ja, ja, ja. Kolossus Natur, Dodo. Ich habe so viel Damage bekommen. Habt ihr das gesehen gerade? Ich war full life. Was hat das mit diesen Naturdingern auf sich? Ich kämpfe gegen die, auf einmal bin ich fast tot. Hier und 30.000 jetzt schon. Das ist schon saftig. Und wenn wir davon mehrere haben, bin ich zuversichtlich, dass wir eine Chance haben gegen die Bosse.
Ich weiß noch nicht, was uns da erwartet. Vielleicht gehen wir nächste Folge mal rein in so einen Bosskampf, gucken uns das Ganze mal an. Ich werde auf jeden Fall die ganze Zeit weiter Rexel breeden. Ich bin zuversichtlich, aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!